Hi, herzlich willkommen zum Beanstalk. Wir spielen heute Among Us, ein fantastisches Spiel. Ist ein bisschen wie Werwolf. Wie das aussieht, seht ihr jetzt. Wach auf, wach auf, wach auf. Wach auf. Beanstalk schon wieder. Ja. Ratatatata. Wir haben, ihr seht es da hinten, ihr seht es nicht, glaube ich. Wirt ist am Start. Hallo. Hier im Studio. Simon ist am Start. Inzwischen. Nils ist am Start. Ich bin am Start. Dann ist zugeschaltet die Chiara. Hallo. Ist am Start. Frodo ist am Start. Und den weiten Weg aus Spandau zugeschaltet. Wir freuen uns sehr, dass er heute wieder uns beglückt. Kalle ist am Start. Hallöchen. Hallo. So, Leute. Heute ist Tag der Abrechnung. Tag der Rache, meine Damen und Herren. Wir spielen Among Us mit den Rocket Beans. Frodo ist auch dabei. Ihr habt es gerade im Intro gehört. Wir schauen uns natürlich an, wie wir hier die Hamburger vor allem in Begriff nehmen. Und vor allem die Chiara. Die haben wir ordentlich auf dem Kicker, Leute. Ansonsten, ganz normal, ihr kennt das Spiel. Oh, und da wurde schon einer dead gefunden. Alarm! Alarm! Nils ist tot. Also ich sag euch ganz kurz, bevor hier so wilde Behauptungen in den Raum gestellt werden. Ich war direkt am Anfang und bin als erstes in dieses Download-Terminal gegangen, habe irgendwas runtergeladen, bin dann in den Gang und da lag ein Stück Fleisch auf dem Boden. Hast du jemanden zu einem Stück Fleisch gemacht? Ich habe dann auf dieses Stück Fleisch gedrückt und dann kam dieses Meeting. Also es gibt ja einen Cooldown am Anfang, wie lange man jemanden nicht wegmachen kann. Aha. Und ich muss sagen, das war ziemlich zeitnah. Deswegen, Ede, du bist selber ziemlich verdächtig, meiner Meinung nach, weil du ziemlich nah dran an dem Cooldown die Leiche schon findest. Das heißt, du hast ja scheinbar niemand anderen gesehen, richtig? Ich habe niemand anderen gesehen, ne. Da kann haben wir natürlich jetzt Schwierigkeiten. Wen ich gesehen habe, ist Frodo, der hat sich voll auf so eine geile Plattform gestellt. Noch 2 Sekunden. Also den hellgrünen würde ich mal im Auge behalten. Ich sag's, wie es ist. So, ich muss hier natürlich mal gucken, dass ich meine Task auch mal erledigt wird. So, und wir müssen jetzt hier die Blätter wegtun. Viele von den Rocket Beans, ich glaube Ede und Nils, spielen es auch zum ersten Mal. Wir haben noch nie Among Us gespielt. Oh, Alarm! Alarm! Wirt ist da noch? 2, 8, 6. So, okay. Oh Gott sei Dank. Eieieiei. Wirt ist da noch? Ich habe keine Farbe. Okay. Ich habe keine Farbe für euch, aber ich habe gerade eben... Ich weiß, wer es ist. Hallo, ich habe doch gerade gemeldet. Was? Ich habe doch gerade gemeldet. Ja, ist doch hier Reporting gerade. Ja. Simon, ich habe das ist einfach abgehoben. Simon, das ist ganz, schon. Du bist eine ganz, ganz schlimme Fahrt bist du gerade gegangen, Simon. Wollt du bist leider ein ganz schlimmer Fahrt. Simon, du bist es einfach selber. Du hast auch gerade deine eigene Runde kaputt gemacht. Hättest du 5 Sekunden länger gewartet, hättest du tatsächlich gewonnen. Du hättest einfach nur warten müssen, aber du... Hey. Also Wirt ist gerade vor 2 Sekunden an mir vorbeigelaufen und du stichst den ab und reportest den direkt. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Das ist das, was du jetzt behauptest. Nee, das ist die absolute Wahrheit. Ich stand nämlich bei dem einen Terminal. Bist du rot? Ich bin rot und ich stand bei dem einen Terminal und habe hier gerade versucht, unser Leben zu retten. Während Wirt an mir vorbeiläuft und du den einfach abmurkst und direkt zum Terminal. Leute, es ist Simon, wirklich. Nein, es ist Simon. Es ist Simon. Es ist Simon. Safe. Okay, ich glaub dir einfach. Es ist so zum Kotzen. Und ich war so hektisch, dass ich direkt reported habe. Ich habe quasi zu oft gedrückt. Ich habe gedrückt, getötet und dann war ich so hektisch und hab aus Versehen direkt reported. So. Oh, Baby, 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 Baby. So, ja. Leute, jetzt geht's los. Nachdem wir Simon richtig schön gerade hinter das Licht geführt haben, geht's jetzt rein, ja? Wir haben natürlich Aufgaben. Und zwar da unten haben wir eine. Da werden wir natürlich jetzt schauen. Wir werden das jetzt versuchen, möglichst geschickt über die Bühne zu kriegen. Ich habe natürlich noch diese Schächte, aber... Also ich muss auf jeden Fall... Chiara ist mein Ziel. Chiara muss leiden. So, also Simon ist zum Beispiel und Ede, das sind Leute, die sind ziemliche Opfer, glaube ich. Die sind auch leicht zu überzeugen. Da unten ist noch was rumgelaufen. Achso, das ist weird. Muss ich natürlich langsam mal anfangen zu schlachten. Am Anfang versuche ich mich einfach ein bisschen unnormal zu verhalten. Hier abschlachten. Wer wärst du? Simon. Warum? Simon töten sehen. Kalle, ich stand oben im Raum. Und habe gerade dieses Keypad gemacht. Nein, das kann nicht sein. Weißt du, wie ich das beweisen kann? Chiara und Wirt haben mich beide dieses Asteroidenspiel spielen sehen. Ja. Das war ein Visual-Ding und das kann man nur benutzen, wenn man... Also da waren 3 Leute in der Ecke, ne? Kalle, du warst schon in einem Raum und hast was benutzt, was ich benutzt habe und bist danach links weiter zu dem anderen Ding gegangen. Das fand ich schon weird. Also es gibt tatsächlich Tasks, die mehrere Leute haben können. Das habe ich mir gedacht, deswegen war ich da noch... Dachte ich da, okay, Kalle ist cool, aber ich habe dich halt Simon töten sehen, unter mir. Ja, aber Raum, das ist ja jetzt Aussage gegen Aussage. Ich kann doch auch sagen, du hast den getötet, weil du mich kurz vorher in den Raum reinkommen hast sehen. Aber ich kann ihn nicht getötet haben, Kalle, weil ich so schuldig bin, das ist ja schon bewiesen. Hä? Nein, das ist überhaupt nicht bewiesen. Es ist überhaupt nicht bewiesen.
Pass auf, ist doch super. Wenn du jetzt stirbst und du bist nicht der Imposter, dann wissen wir ja, dass Frodo der Imposter ist. Dann hast du ja auch gewonnen. Ja, aber wieso also, bist du denn nicht der Imposter? Ich meine, du versuchst ja gerade alle zu überreden, mich rauszuvoten. So, das ist ja wohl ein Komplott. Ein Komplott gegen voten. Spandau. Das nehme ich nicht an. Das werdet ihr alle bereuen. Immer schlecht, direkt beim Mord beobachtet zu werden. Das ist in der Tat schwierig. Ich habe wirklich Frodo nicht gesehen. Ich dachte, ich mach den jetzt einfach weg. Okay, neue Runde, neues Glück. Die würden niemals... Also, das ist ja jetzt gerade nicht so gut gelaufen, ne? Okay, Frodo ist einer mit Gehirn. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Frodo ist einer mit Gehirn. Da müssen wir auf jeden Fall Obacht geben. Wirt ist noch so ein bisschen am Gucken. Ob wir hier, also, Wirt ist auch super schlau. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Braucht meinen Freiraum in diesem Spiel. Der hat jetzt gerade wirklich lange gecheckt, ob einer von uns da was macht. Ich glaube aber, die werden niemals glauben, dass ich zweimal hintereinander der Typ bin. Ich muss einfach jemanden finden, den ich jetzt alleine wegmachen kann. Die Leute, die laufen hier sehr viel einfach nur rum. Das ist halt ein Problem. Und ich habe das Gefühl, viele haben mich so ein bisschen auf dem Kieker, weil ich natürlich auch einen großen Rachedurst habe. Jetzt mal hier langsam jemanden bekommen. So, da haben wir die Chiara, ne? Da haben wir die Chiara. Da haben wir sie. Wir bleiben jetzt einfach so lange im Schacht, bis sie jemand hier findet. Das ist jetzt wichtig. Unschuldig, komm rein. Komm doch rein. Die sehen's nicht. Die wissen halt nicht, dass ich hier bin. Was halt super, super gut ist. Das Ding ist, mein Timer läuft nicht runter. Also ich muss jetzt hier schnell raus. Okay, ich werde jetzt mal einen Emergency Call triggern, damit ich einfach ein bisschen Ruhe reinbringe. Drück jetzt auf den Knopf. Alarm! Alarm, so. Also, ganz kurz. Oh, Chiara ist tot. Krass. Nils, ich habe dich jetzt wirklich eine Minute lang, anderthalb Minuten lang einfach nur beobachtet. Du machst einfach nichts. Warum? Hey, er läuft nur mir hinterher. Also, ganz kurz, ich kann sagen, in der Zeit habe ich 5 Tests. Darf ich was dazu sagen, weil ich wollte. Ich habe 2 Sachen gemacht. Ich habe die Downloads und den Upload gemacht und ich habe in der Kommandozentrale diese Karte geswiped. Also. Und dann habe ich gesehen, dass Eddie in so einer Ecke rumstand und ich hatte auf dem Radar keinen Task gesehen. Da habe ich gedacht, okay, was macht der? Der sabotiert der. Und dann bin ich ihm die ganze Zeit hinterhergelaufen, weil ich checken wollte, weil ich dachte, es war irgendwie Misstrauisch. Eddie hat aber nichts gemacht. Ich beantworte bitte noch kurz die Frage, was du die ganze Zeit machst, weil du machst halt nichts. Du läufst einfach. Ja, ich laufe hinterher. Genau. Ich dachte, dass, weil er in der Ecke stand und aber es macht dich sehr verdächtig. Ich bin der Erste, der ihn beschuldigen würde, wenn ich was wüsste. Aber ich bin ihm im Gang begegnet. Angst vor ihm, er hatte auch ein bisschen Angst vor mir und er hätte mich theoretisch töten können, hat's nicht gemacht. Okay, ich skippe jetzt dann. Ich skippe. Das sind für mich genug Informationen. Okay. Aber Nils? Sorry, Nils, aber... Nils im Blick behalten, orange, ne? Nee, fürs nächste Mal, aber achtet mal auf Kalle. Ja. Wow. Wie immer auf mich, als ob ich zweimal hintereinander Imposter bin. Ah, jetzt hier meine tolle Aufgabe. Und dessen kann ich nämlich auch sabotieren. Und ich möchte das machen. Simon haben wir jetzt schön weggemacht. So, wir kommen jetzt hier so hin. Doodle doodle doo. Oh. Report. Alarm! Alarm! Typische Taktik ist ja am Anfang, es gibt nur einmal Emergency-Meeting, womit man ja anscheinend sogar diese Sabotagedinger abbrechen kann. Oder man kann es benutzen, wenn man von einem Killer verfolgt wird. Und das hat Kalle vorhin benutzt, um zu sagen, oh, ich habe vorhin gesehen, dass der Nils ist so irgendwie da langgelaufen. Aber so ein richtig, also ein Emergency-Meeting für, ich habe eine Vermutung einzuberufen, finde ich ein bisschen weird. Jetzt ein Body zu callen, um sich damit als unschuldig zu vermarkten. Alter, Frodo, was ist denn der Hass heute gegen mich? Also erstmal hatte ich ja wohl einen validen Grund. Selbst Etienne hat sich doch mega verfolgt gefühlt. Also ich weiß gar nicht, was du jetzt gegen mich hast. Das würde auch nur ein Imposter sagen, der irgendwie andauernd auf eine Person rumhakt. Verstehe das nicht. So wie du auf mich quasi. Hä? Aber ich hatte doch einen validen Grund. Etienne hat es doch bestätigt. Was hat Etienne bestätigt? Genau. Etienne, er hat doch gesagt, dass Nils ihm einfach unnötig hinterhergerannt ist. Wer hat gerade das andere Oxygen-Ding ausgemacht? Also ich habe gerade Simon gefunden. Du hast Simon gerade gefunden. Das heißt, Simon hat gerade weißt du noch die Zahlen, die du eingeben musst? 63117, glaube ich. 66821. Achso, jeder hat was anderes. Bei mir war 77 irgendwas. Jeder hat was anderes, glaube ich. Ich denke, es ist Kalle, der am Anfang des Emergency-Meeting mit Absicht gewastet hat, mit so einem halbgaren Scheißgrund und jetzt probiert... Ja, aber ich würde, also es kann ja sein, aber ich würde jetzt skippen, tatsächlich. Also Wirt, du bist auch irgendwie eine Nase. Einfach dieses Mitlaufen die ganze Zeit, ich weiß nicht, was das soll. Frodo, du bist für mich der Verdächtigste von allen, tatsächlich. Also es ist unfassbar, dass ihr einfach kein eigenes Gehirn habt, das verstehe ich nicht. Und Frodo, dich laden wir nächstes Mal nicht mehr ein! Ey, Kalle, Alter, ich wollte. Du Drecksau, wie du eben. Ich habe Kalle noch eine Stunde über so einen Tisch beobachtet und dachte, ja, okay, der ist es vielleicht. Geh weg, mach eine Sache tot. Ja, und dann Kalle meldet den Mord. Er ist ja der Schlimmste von allen. Oh, unschuldig. Stich mich ab. Ich erwarte, dass Nils mich jetzt absticht. Er guckt, er ist schon wieder nur am Rumlungern. Das ist unfassbar, Nils.
Ja. Ich wusste, dass er das macht. Now it's time. Ich habe gerade jemanden gesehen auf dem Weg von der Leiche weg. Es war sehr nah. Der Weg ist sehr kurz. Ich glaube, da ist wenig Chancen, dass jemand anderes dazwischen gekommen ist. Bevor du es verrätst. Frodo und ich sind's nicht. Du bist auch nicht. Sagst du die das Vermutung, so? Chiara ich weiß und ja Nils. Nicht mal, ob ich's bin. Ob's das war. Ja, mach ihn weg. Nein, weg. Geht's. Und? Ah, ja. Vor allem Nils, ich wusste, ab dem Moment, wo ich dich sehe, dass du mich gleich töten wirst. Ich wusste es einfach. Verdammt, ich will töten! So, hier, wir stellen uns drauf. Wir sind es ja nicht, wir wissen es ja. Deswegen können wir ja ganz entspannt bleiben. Aber unser Ziel ist weiterhin die Ermordung von Hamburgern. Cafeteria. Achso, ich bin hier falsch. Und was? Chiara! Du alte... Das war schon wieder ihre Rache. Eine never-ending Fehde zwischen Chiara und mir. Forever, ever. Vor allem, da werde ich nie gefunden. Da unten wird nie jemand hingucken. Ich kann da einfach wegrasieren. Ah, ich wurde... Nee. Doch, ich bin blau. Also ich glaube, dass ich sogar schon weiß, wer es ist, weil mir gerade wieder jemand entgegengekommen ist und im Raum dahinter waren nur noch verkorkste Leichenteile. Und die Chiara hat mich schon vorhin über so einen Tisch die ganze Zeit angeguckt, stand im Weg und ich konnte nicht raus aus dem Raum und sie hat sich auch nicht bewegt. Also Chiara ist für mich so ein bisschen verdächtig. Chiara ist für mich seit drei Spielen verdächtig. Ja! Es wird Zeit, dass sie das weg! Ja, Chiara, du wolltest die Rache, aber direkt die Rechnung, ne? Mann, immer scheiß Crew! Ah, ich glaube, ich bin gesund, Alter. Oh lol, der hat richtig krass, eine krasse Mütze. Oh lol! Ich hab ein Stück Fleisch gefunden. Also, ich wollte gerade nach links in die da wollte ich lang. Und ich weiß nicht, wer jetzt gerade neben mir steht. Ich glaube, es ist Ede. Und ich habe gesehen, wie du bei der Leiche stehst. Bitte, Eddie, du musst jetzt mal auf meiner Seite sein. Du hast nicht gesehen, dass ich irgendwie Messer gezückt habe. Nee, das stimmt. Das habe ich nicht gesehen, aber du bist auf jeden Fall im Raum bei der Leiche. Aber ich habe sie halt gesehen, als ich rübergehen wollte. Ist doch klar. Und ich habe dich auch eben schon gesehen. Ich habe ja viele Leute eben gesehen, als ob ich dann direkt hier einen absteche, wenn Leute in der Nähe sind. Ist es Simon, der nämlich gerade eben mit diesem Aha auf so eine Entschuldigung. Ich wusste nicht, wer noch da war. Ich fand es auf jeden Fall. Ich habe gesagt, du bist in der Nähe gewesen. Ja, aber du hast aber auch gesagt, du warst es vielleicht nicht. Ja, das muss es wohl gewesen sein. Oh Leute, die machen den weg, mach den weg! Verantwortlich bin für das Essen im Haus. Also viel Spaß jetzt beim Verhungern. Ja, ich will halt nicht immer von deinem Kopf. Oh, shit. Das war voreilig, Leute. Das war voreilig. Guck mal. Oh, Frodo ist tot. Oh mein Gott. Alter. Oh, shit. Okay, Ede ist mir gerade entgegengekommen, tatsächlich. Aber Ede war vorhin auch in der Also, ich sag euch beiden jetzt mal was. Ihr müsst mich jetzt davon überzeugen, dass es der andere ist, weil ich weiß halt, dass ich es nicht bin. Ich war die ganze Zeit bei dem Dekontaminator. Also Eddie, wir voten jetzt weird und entweder gewinnst du jetzt oder wir haben dich. Ja, klar. Jetzt ist natürlich die Frage, wer. Und ach, oh nein! Nein! Mann, warum bist du so dumm? Okay, Leute. Nächste Chance für uns. Oh, ich muss jetzt wirklich alle wegkriegen. Ich muss mir eine gute Story einfallen lassen. So, weg mit dir. So. Also, Wirt haben wir jetzt schon mal. Da kommen wir jetzt raus. Sehr gut, jetzt sind wir hier oben. Wir haben jetzt Zeit überbrückt, wir haben nichts verbrochen. Und jetzt wurde jemand gefunden. Also ich habe ganz am Anfang nur Nils gesehen. Mehr hab ich nicht gesehen. Kurz nochmal zurück, bevor gleich die Zeit abläuft, zum Missetäter. Hat irgendjemand irgendeine Idee? Ich tatsächlich nicht. Ich war jetzt viel unterwegs. Ich auch nicht. Auch da immer vorsichtig sein, wenn ihr aus den Vents rauskommt. Wir können mal gucken, was hier so ist. Und werden den Reaktor natürlich mal aktivieren. Sehr gut. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Weil wenn die es jetzt nicht schaffen, den Reaktor zu machen, die müssen es rein, dass sie hier gleichzeitig hin müssen. Ich werde auf jeden Fall mithelfen. Ja, okay. Jetzt habe ich mich richtig, richtig glaubwürdig gemacht, weil ich schon warte. Was ist sie denn? Zack. Simon beobachtet da. Ja, komm mir mal hinterher. Scheiße. Nein.
Alter, Alter. Frodo, das ist so abartig. Ohne Scheiß. Du tötest Simon und dann gehst du direkt an die Leiche. Das ist nicht dein Scheiß Ernst. Alter, du hast den ganzen Tag hast du mich auf dem Kicker und jetzt das. Das ist nicht dein Ernst. Holy shit, es ist 100% Frodo. Es ist 100% Frodo. Er geht an, er tötet ihn, sieht mich um die Ecke kommen und dann reportet er. So frech einfach. Ehrlich gesagt, Kalle, ich glaube dir kein Wort. Was? Also, ich muss es doch, ich muss doch direkt was sagen. Er steht doch direkt neben mir. Das Ding ist halt, ihr habt den ganzen Tag immer nur Frodo geglaubt. Es geht immer gegen den Spandauer, immer gegen den Kalle. Ja, ja. So eine gute also, Idee. Ihr könnt mir vielleicht einmal in eurem Leben glauben, so. Also. Ihr seid so doof, das ist unglaublich, Alter. Dann jetzt direkt bitte unten rechts in die Ecke und Emergency Meeting und Kalle kicken, bevor der einen von euch beiden tötet. Okay. Alter Schwede. Sound muted. Oh, jetzt müssen wir ganz, ganz schnell natürlich hier gleich auf den Kill-Button drücken. Jetzt müssen wir. Leute. Leute, die rein's nicht. Die rein's nicht. Die rein's nicht. Die rein's nicht! Ich hab Hamburg zerstört! Ich habe Hamburg offiziell zerstört! Der Erste, der kommt, wird getötet. In den Vent. Oh. So, zack. Jetzt. Und jetzt? Jetzt auf Kalle, ist doch klar. Hä, hey, wieso auf mich? Hä, ja. Seid ihr doof? Bis zur letzten Sekunde. Ja, was soll ich sagen, ne? Ja, ja, das war das Problem. Ich dachte, die machen ihre Tasks vorbei. Deswegen bin ich auch weggegangen. Ich hätte einfach nur warten müssen, bis einer kommt und den abstechen müssen. Frodo? Oh, es ist doch Ede. Ich wusste es. Ja. Nee, ich glaube nicht, Simon ist es. Der hat nicht gesagt. Jetzt nichts gesagt. Ich habe alle Tasks. Alter, Frodo! Ich glaube, es ist Nils. Simon hätte ich. Also hätte er mich. Nein! Ihr müsst es gleichzeitig machen. Es klappt es nicht. Ah, ihr müsst es gleichzeitig machen. Und Eddie wird gewinnen. Oh mein Gott, er hat sie zu spät abgestochen. Er hat sie zu spät abgestochen. Also lass uns doch skippen. Ich mach Skip, aber ich kann nicht sagen, wer von euch. Ja, ich finde euch alle verdächtig. So, wenn ich skippe, ist ein Mörder. Okay, das ist ein Mörder. Nee, okay, Chiara ist es. Chiara ist es. Das sagst du jetzt. Ja, weil sie mich jetzt ermordet hat, weil sie es nicht am Skippen hält. Mir egal, wer von euch lügt, wir müssen das Risiko nicht eingehen. Und wer das jetzt nicht einsieht, ist der Mörder. Wir haben gleich gewonnen. Oder läuft. Oder? Ist doch so, oder? Please! Haben wir gewonnen. Ja. Mach die Aufgabe! Eine Aufgabe! Oh, okay, okay. Okay, okay. Junge! Ich schwöre es dir, Simon. Wir wählen jetzt bitte Ede und wir gewinnen das Spiel. Okay. Du musst Eddie wählen. Ich hab's doch mit eigenen Augen gesehen, Alter. Wen hast du gewählt, Ede? Du musst ja, Eddie wählen. Ich hab ja gesehen, was er gemacht hat. Wen hast du jetzt gewählt? Ich hätte gewählt. Nils, wie frech du bist. Ich kann's doch nicht sagen. Ich raste aus! Was? Was am Strom nee. Machen, aber also, ich muss was ganz Wichtiges loswerden. Wirklich, ganz, ganz wichtig. Also, wir und ich, wir sind gerade gestorben, weil, also, ich habe euch alle gern, aber so wenig Gehirn in einer Runde. Ey, das hat großen Spaß gemacht. Lass das gerne wieder spielen. Lieber Kalle, lieber Frodo, liebe Chiara, schön, dass ihr das mitgemacht habt. Danke Wirt, danke Simon, danke Nils, wo immer du sein magst. Und bis dahin, tschüss.